Gut, dann kommen wir, dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 70 und 74, dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke, Erpressungsversuch von Asklepios und dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU Bündnis 90 Die Grünen, Agieren des Rhön-Vorstandes, und darf als erstem Redner erteilen dem Kollegen Schalauske das Wort. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor wenigen Tagen wandte sich der Vorstandsvorsitzende der Rhön-Aktiengesellschaft in einem bemerkenswerten Schreiben an die Belegschaft unseres privatisierten Uniklinikums Gießen und Marburg. Darin verkündete Herr Höftberger nicht weniger als die Kündigung der Absichtsvereinbarung zwischen Rhön AG und Land aus dem Jahr 2017, und das inmitten von Verhandlungen über eine neue Vereinbarung. Und deswegen, um es ganz klar auch zu Beginn zu sagen, dieses Vorgehen ist nicht weniger als der dreiste Versuch des Konzerns, das Land Hessen zu erpressen. Und das darf sich das Land, das dürfen wir als Hessischer Landtag uns nicht gefallen lassen. Und deswegen ist auch richtig, dass wir hier und heute über die Lage am Uniklinikum debattieren. Und der Vorgang zeigt doch noch einmal, was viele, viele Beobachter uns vorausgesagt hatten. Die alte Rhön AG, die war schlimm. Der neue Eigentümer, Asklepios, der ist noch schlimmer. Und Krankenhäuser, die gehören nicht in die Hand von Aktiengesellschaften. Und wenn man sich das Schreiben mal genauer anschaut, dann ist Sprache auch verräterisch. Der Herr Dr. Höftberger spricht in seinem Schreiben von politisch motivierten Vorgaben, die tief in die unternehmerische Freiheit eingreifen würden. Was sind denn diese politisch motivierten Vorgaben? Kündigungsschutz, Ausgliederungsverbot, Übernahme von Azubis. All diese Maßnahmen werden vom Konzern nonchalant zur Disposition gestellt, und das zum Leidwesen der Beschäftigten und einer guten Gesundheitsversorgung. Und das dürfen wir nicht hinnehmen. Und es ist doch auch völlig klar, und da darf sich niemand die Augen vor verschließen, was denn der Vorstandsvorsitzende der Rhön AG mit unternehmerischer Handlungsfreiheit meint. Er will mit Ausgliederung und Outsourcing Löhne drücken, um die Gewinnmargen der Asklepios-Kliniken zu erhöhen. Das kennen wir bereits aus anderen Krankenhäusern des Konzerns. Und deswegen will ich heute auch noch einmal sagen, zu einem Krankenhaus gehören alle Beschäftigten, die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege, die Ärztinnen und Ärzte, die in der Wissenschaft, aber eben auch die Kolleginnen und Kollegen in der Reinigung, in der Küche, in der Verwaltung und in allen anderen Bereichen. Sie alle haben gerade heute am Tag der Pflege unsere Wertschätzung, unsere Unterstützung verdient. Und deswegen darf es kein Outsourcing, keine Ausgliederung geben, auch nicht durch die Hintertür, wie es beispielsweise ja die neue Vereinbarung durchaus zulassen würde. Das darf es am Uniklinikum nicht geben. Und wenn uns das Gezerre um die Absichtserklärung eines noch einmal erneut verdeutlicht, dann, dass es doch ein gravierender, ein schwerwiegender Fehler war, unser Uniklinikum vor mehr als 15 Jahren von einer CDU-geführten Landesregierung an eine Aktiengesellschaft zu verkaufen. Und wir bleiben dabei, dieser Fehler, der muss rückgängig gemacht werden. Das Gezerre wirft aber auch ein ganz schlechtes Licht auf die schwarz-grüne Landesregierung. Der Deal, den die grüne Wissenschaftsministerin Dorn mit großem Brimborium gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Anfang des Jahres in Gießen präsentiert hat, dieser Deal, der scheint auf tönernen Füßen zu stehen. Denn während der Konzern möglichst viel in der sich aktuell befindlichen Verhandlung rausholen will, agiert die Landesregierung kraft- und ideenlos. Erinnern wir uns, das Land hat mit der neuen Vereinbarung die gigantische Summe von rund einer halben Milliarde an Investitionsmitteln in Aussicht gestellt. Von fast einer halben Milliarde. Und sie hat in den bereits befindlichen Verhandlungen bisher kaum mehr erreicht
als mit der alten Vereinbarung, genau die alte Vereinbarung, die jetzt der Konzern aufgekündigt hat. Und wir müssen es noch einmal klar sagen, eine grüne Wissenschaftsministerin macht knapp eine halbe Milliarde für Deutschlands größten Klinikkonzern locker und bekommt dafür nicht einmal mehr 1% Erhöhung der Anteile des Landes, nicht einmal mehr 1%, sondern stattdessen nur Drohungen von einem Gesundheitskonzern. Die Anteile des Landes werden nicht erhöht, der öffentliche Einfluss nicht ausgebaut, das Klinikum bleibt in der Hand einer Aktiengesellschaft, damit Spielball auf den Finanzmärkten. Und das, meine Damen und Herren, das wollen wir nicht. Deswegen, dieses ganze Gezerre ist ein weiteres Beispiel, ein weiteres Beleg dafür für das Scheitern der Privatisierung. Wir haben als LINKE einen konkreten Vorschlag vorgelegt. Deswegen mein Appell an die Grünen, an die grüne Ministerin, beenden Sie Ihre ideologische Blockade. Lassen Sie uns auf Artikel 15 Grundgesetz mit einem Beschluss des Hessischen Landtags dieses Klinikum in öffentliches Eigentum zurückzuführen. Das wäre die beste Antwort auf die Erpressung durch den Asklepios-Konzern. Vielen Dank, Herr Schalauske. Nächste Rednerin ist die Abg. Papst-Dippel für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Werte Kollegen von der CDU und den GRÜNEN, Sie sprechen davon, dass die Meldung des Vorstands der Rhön AG wenig vertrauensbildend ist. Dazu fällt mir nur eins ein. Sie sind nicht vertrauenswürdig. Sie arbeiten nicht transparent. Wir haben kein Vertrauen in Ihre Verhandlungen und Ihre Versprechungen rund um das UKGM. Genau aus diesem Grund haben wir einen Untersuchungsausschuss beantragt. Wir möchten wissen, ob Sie vielleicht bewusst oder unbewusst die nun langsam öffentlich werdenden Fehler gemacht haben. Dass Sie uns heute die Meldung oder jetzt die Meldung des Vorstands der Rhön AG als Neuigkeit verkaufen und es als Druckausübung auf das Land bezeichnen, das ist schon ein starkes Stück. Im Geschäftsbericht 2021 der Rhön Klinikum AG heißt es zur Absichtserklärung, ich zitiere, sie muss allerdings noch im zweiten Quartal 2022 in eine verbindliche Vereinbarung überführt werden, da die für 2022 vorgesehenen Fördermittel sonst nicht abgerufen werden können und wir uns gezwungen sähen, die sogenannte Zukunftsvereinbarung aus 2017 mit Wirkung zum Jahresende zu kündigen. Zitat Ende. Sie wussten also spätestens seit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021, was passiert, wenn die Verträge nicht im zweiten Quartal unterzeichnet werden. Und dieses Quartal läuft bekanntlich im Juni ab. Sie schreiben in Ihrem Antrag von fortlaufenden Verbesserungen und vor allem Sicherheit für die Beschäftigten. Ich wäre froh, wenn Erreichtes in der Patientenversorgung gehalten würde. Ein Vorwurf in Richtung unserer Fraktion lautete, dass wir nichts für die Angestellten machen würden, generell untätig werden. Dabei haben Sie unsere Anfragen und Anträge vergessen. Vergessen wurde dabei scheinbar auch Ihr Unvermögen, die Gewerkschaft in die Verhandlungen rund um die Personalangelegenheiten einzubinden. Am 30. März, genau an dem Tag, an dem wir Transparenz gefordert haben, forderte Verdi mit den Worten, soziale Verantwortung darf keine Wortblase sein, ebenfalls Transparenz. Sie, werte Kollegen, wurden aufgefordert, die Kolleginnen und Kollegen unverzüglich über den Inhalt der Verhandlungen zwischen Land und Konzern aufzuklären. Was beinhaltet das Ausgliederungsverbot? Gilt das Ausgliederungsverbot für alle Bereiche? Gibt es ein Hintertürchen bei den Verhandlungen? Weder Verdi noch die Belegschaft waren zu diesem Zeitpunkt über ihre Zukunft informiert. Ein Großteil der Beschäftigten hat eine Rückführung in Landeseigentum gefordert, und das schon seit Jahren. Diese Forderung ignorieren Sie. Sie halten weiter an den Verhandlungen fest, obwohl gerade nach den gestrigen Pressemeldungen Asklepios, immerhin auch einer der Hauptanteilseigner, sich wieder als unzuverlässiger Verhandlungspartner dargestellt hat. Profitmaximierung, die Verweigerung, notwendige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen und Kosteneinsparungen beim Personal. Es geht um Geld.
Es wird Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Die Privatisierung und die damit verbundenen Hoffnungen haben sich erledigt. Es hilft weder den Angestellten noch den Patienten, wenn sie weiter mit Variablen wie Unternehmensgewinnen rechnen. Und wo ich gerade dabei ankomme, sind die jetzt knapp 22 Millionen zugesagten Mittel wieder per Darlehen und mit einer weiteren jährlichen Erhöhung der Zinslast verbunden? Wir lehnen also Ihren Antrag ab, und wir werden auch den Antrag der Fraktion DIE LINKE ablehnen, in dem sogar von einem Erpressungsversuch von Asklepios und Rhön AG die Rede ist. Was sind denn die Mittel, die dem Landtag zur Verfügung stehen, beschäftigungsfeindliche Schritte zu verhindern? Eine Vergesellschaftung, um die gescheiterte Privatisierung rückgängig zu machen und damit die Fehler der Vergangenheit zu kaschieren? Davon halten wir nichts. Wir halten dennoch eine Rückführung in Landeseigentum für den besten Weg, die Versorgungssicherheit für Patienten, die Sicherheit für die Beschäftigten und für die Sicherstellung von Forschung und Lehre für unabdingbar. Dazu müssen weitere Fakten auf den Tisch. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Papst-Dippel. Nächster Redner ist der Abg. Daniel May für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wer vertrauliche Verhandlungen in die Öffentlichkeit zerrt, zerstört Vertrauen. Die Androhung, das Zukunftspapier zu kündigen, zielt genau auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim UKGM. Von daher sage ich heute hier ganz deutlich, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Und wir missbilligen den Versuch, die Beschäftigten und die Regionen durch Androhung der Aufkündigung des Zukunftspapiers zu verunsichern. Dass nun kaum versteckt das Personal unter Druck gesetzt werden soll, ist nicht nur moralisch fragwürdig und verantwortungslos, es lässt auch ein Stück weit negative Rückschlüsse auf die Wertschätzung der Spitze von Asklepios auf die Beschäftigten zu. Daher sagen wir auch als ganz klares Signal an diejenigen, die jetzt dieses Signal empfangen haben, unser Ziel war und ist und bleibt, wir bestehen auf Schutzrechten für die ArbeitnehmerInnen, so wie beim Zukunftspapier, so wie beim LOI. Eine Vereinbarung gibt es nur mit dem Ziel, die Situation der Beschäftigten, der Patientinnen und Patienten sowie von Forschung und Lehre am UKGM zu verbessern. Diese Ziele hat der Landtag in seinen Beratungen im Februar unterstrichen und einen Beschluss gefasst. Das, was damals galt, gilt weiterhin. Und daher haben wir unseren Antrag von heute auch so unterschrieben. Eine Einigung zur Anschlussvereinbarung für das UKGM ist nur auf Grundlage des Letter of Intent möglich. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen wir die Landesregierung, eine Anschlussvereinbarung für das Zukunftspapier zu erreichen, und zwar im Rahmen der im LOI vereinbarten Punkte. Dass jetzt einseitig von Asklepios die Forderungen erhöht werden, das ist mit uns nicht zu machen. Das Verhalten des privaten Mehrheitseigentümers des UKGMs ist ein untauglicher Versuch, die öffentliche Hand zu Zugeständnissen zu zwingen, die Wahl der Mittel, nämlich vertrauliche Gespräche in die Öffentlichkeit zu ziehen und die Beschäftigten und die ganze Region zu verunsichern zu versuchen, kann man nur als verantwortungslos bezeichnen. Von Seiten des privaten Eigentümers sind daher dringend Schritte erforderlich, um das Vertrauen der öffentlichen Hand wiederherzustellen. Denn entscheidend für die weiteren Beratungen sind für uns eine vertrauliche Zusammenarbeit, sind für uns die Zusagen, die bereits einmal schon getätigt wurden, für sichere Investitionen, für Planungssicherheit und für den Schutz der Beschäftigten, dass die auch in Zukunft gewährleistet sind. Und daher sage ich ganz deutlich, dieses Vertrauen, diese Zuverlässigkeit ist zwingend erforderlich, damit die medizinische Ausbildung und Forschung sowie die Krankenversorgung durch den privaten Betreiber auch zukünftig mit dem Land zusammen gewährleistet werden kann. Wir befinden uns ganz klar in einer Konfliktsituation zwischen Land und privaten Eigner. Und in dieser Situation, in einer Situation der Eskalation, ist es ein bisschen seltsam, dass die Opposition im Landtag die Schuld bei der Landesregierung sucht. Das finde ich jetzt etwas irritierend.
Natürlich ist es Aufgabe der Opposition, die Landesregierung kritisch zu betrachten. Aber ich würde erwarten, dass auch Sie erkennen können, dass es das Verhalten von Asklepios an dieser Stelle ist, das zu kritisieren ist. Und dass jetzt die FDP mal wieder nach dem Motto ein Herz für Heuschrecken agiert und in ihrer Pressemitteilung ziemlich die Wortwahl von Asklepios adaptiert, indem Frau Deißler das Eintreten für ArbeitnehmerInnenrechte kritisiert und sagt, der unternehmerischen Freiheit darf keine politische Ideologie übergestülpt werden, so Zitat aus ihrer Pressemitteilung. Das ist auf jeden Fall nicht unsere politische Haltung, sondern wir wollen für öffentliche Mittel auch öffentliche Ziele erreichen. Und dazu gehört auch das Einstehen in ArbeitnehmerInnenrechte. Und von daher frage ich auch SPD und LINKE, stehen Sie in dieser Frage an Seiten der Landesregierung, die sich für die Beschäftigten einsetzt, oder wollen Sie das Geschäft von Asklepios betreiben? Wir haben die Privatisierung immer als politischen Fehler betrachtet und sehen uns einmal mehr bestätigt. Wir haben uns in der Vergangenheit als Land Hessen freiwillig, ohne dazu verpflichtet zu sein, entschieden, UKGM-Investitionskostenzuschüsse zu gewähren, aber nur, wenn es Gegenleistungen bei Schutzrechten für die Beschäftigten, nachvollziehbare Investitionen, Verbesserungen für Forschung und Lehre sowie bei der Patientenversorgung gibt. Und das gilt weiterhin. Nur auf dieser Grundlage ist eine Anschlussvereinbarung möglich. Vielen Dank, Herr May. Nächste Rednerin ist die Abg. Deißler für die Fraktion der Freien Demokraten. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt erneut Krach zwischen dem Land und der Rhön AG. Worum geht es bei dem öffentlich ausgetragenen Streit? Denn über Geschmack lässt sich streiten. Wenn zwei sich streiten, freut sich manchmal sogar ein Dritter. Oder man kann auch gar einen Streit vom Zaun brechen. Aber so richtig schwierig wird es bei Streitigkeiten offensichtlich erst dann, wenn man sich ja eigentlich schon einig ist. Denn zwischen dem Land Hessen und der Rhön Klinikum AG gibt es eine Absichtserklärung, die unterzeichnet ist. Es gibt ein Letter of Intent, es gibt den LOI, es gibt den Dorn-Deal. Und nach langen Verhandlungen, die dem vorausgegangen sind, wurde im Januar dieser LOI jubelnd vorgestellt. Im Februar haben wir dann hier die entsprechenden Haushaltsmittel bereitgestellt, beschlossen. Und nun gibt es Ärger, aber beide Seiten bekennen sich zur Absichtserklärung. Wie kann das sein? Für mich lässt das nur einen Schluss zu, nämlich, dass die Absichtserklärung, der Dorn-Deal, schlicht unzureichend ist. Und ich weiß, dass Sie mir gleich erklären werden, dass da doch alles drinsteht, dass der allumfänglich sei. Klar müsste man hier und da noch mal nachschärfen, aber im Wesentlichen hätte man damals keine Fehler gemacht. Und jetzt nehmen wir mal an, ich würde Ihrer Argumentation folgen und fände das überzeugend. Dann gibt es ja nur eine weitere andere Schlussmöglichkeit, nämlich dass Sie, das Land oder das Rhön Klinikum AG nun Dinge fordern, die eben nicht in der Absichtserklärung stehen. Und deshalb frage ich Sie, kann es also schlicht sein, dass sechs Seiten Papier nicht genügen, um seriös ein Krankenhaus, ein Universitätsklinikum der Spitzenmedizin an zwei Standorten über 10 Jahre mitzufinanzieren? Kann das sein? Wir Freie Demokraten und im Übrigen die restliche Opposition auch bezweifeln das, hatten das bereits angemeldet und die offenen Fragen auch gestellt. Aus unternehmerischer Sicht ist es doch nur folgerichtig, dass die Rhön Klinikum AG sich auf den Fall vorbereitet, dass die Verhandlungen über die Anschlussvereinbarung nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Und natürlich müssen beide Seiten verhindern, dass die Situation sich negativ auf die Beschäftigten vor Ort auswirkt. Aus Sicht der Linksfraktion ist es irgendwie auch folgerichtig, dass die Schallplatte erneut bei der Rückführung des UKGM in öffentliche Hand hängen bleibt. Sie würden allerdings keins der Probleme lösen, das aktuell beim UKGM besteht. Von Anfang an hatte die Ministerin bereits zugegeben, dass die knapp 500 Millionen €, die nun investiert werden soll, nicht ausreichen wird, um den Investitionsstau zu beheben. Und was Sie uns bis heute nicht beantworten konnten, leider, wir bedauern das, wir werden aber
gegebenenfalls noch einmal nachfragen, wie hoch denn der Anteil der Eigeninvestitionen eigentlich sein müsste von Asklepios, dass man diesen Investitionsstau beheben könnte. Und uns muss auch klar sein, dass wenn wir diesen Schritt denn gingen, dass die Kosten ja ohnehin beim Land blieben. Und genau wie bei Berliner Wohnungen rechnen auch die hessischen Linken hier die Vergesellschaftung des UKGM schön und streuen damit den Beschäftigten sowie Patientinnen und Patienten Sand in die Augen. Und lassen Sie mich noch einmal zu den Investitionsmitteln kommen, denn jetzt im Mai, also jetzt Monate später, und wohlbemerkt über eine Pressemitteilung wird dann bekannt, dass die Eigeninvestitionsmittel der Rhön AG 22 Millionen Euro betragen könnten. Man weiß es ja noch nicht. Und das Ministerium zeigt sich überrascht. Und da frage ich mich doch, wie kann denn das sein? Was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht in den Verhandlungsrunden? Eins scheinen Sie jedenfalls nicht gemacht zu haben, nämlich die Eckpfeiler in der Absichtserklärung sauber verhandelt zu haben. Und das fällt Ihnen jetzt zu Recht auf die Füße. Und da es hier um Menschen geht, will ich mal bei der Einigkeit bleiben. Denn die Rhön AG schrieb in ihrer Pressemitteilung vom 9.5. gleich zu Beginn, Rhön Klinikum AG steht zu den Inhalten der Absichtserklärung. Zitat Ende. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben in ihrem Dringlichen Entschließungsantrag erwidert, gleich im Titel, Einigung nur auf Grundlage des Letter of Intents möglich. Daher fordern wir Sie auf, hören Sie auf zu streiten, kehren Sie zurück an den Verhandlungstisch, um die Gesundheitsversorgung in Mittelhessen langfristig und nachhaltig zu gestalten. Und um für die Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen zu erreichen, müssen alle Akteure gemeinsam einen realistischen Fahrplan für die Erstellung der Anschlussvereinbarung aufstellen. Basis muss dabei die Absichtserklärung sein, denn sonst wäre der Dorn-Deal nicht nur schlecht verhandelt, sondern das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Deißler. Nächster Redner ist der Abg. Dr. Ralf Norbert Bartelt für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir waren auf einem guten Weg, die Auseinandersetzungen um die Universitätskliniken Gießen-Marburg zu beenden. Dies dient der Qualität der Patientenversorgung, dem Betriebsklima, der Spitzenforschung und der Lehre. Das Land erklärte jährlich 45 Millionen Euro, ansteigend auf 54 Millionen Euro, zu investieren. In einem Zeitraum von 10 Jahren sind dies etwa 490 Millionen Euro. Der Eigentümer bekannte sich zur weiteren Geltung des Zukunftspapiers. Das bedeutet Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen, Übernahme von Auszubildenden und kein Outsourcing von Geschäftsbereichen. Das sind die Inhalte des Letters of Intents vom 14. Januar dieses Jahres. Bei den Verhandlungen über die Umsetzung traten offensichtlich in zwei Punkten unterschiedliche Positionen auf. Der Investitionsbedarf wurde dem Vernehmen nach vom Eigentümer deutlich höher. Es wird die Zahl 750 Millionen Euro berechnet. Die Ursachen seien auch Steigerung der Baukosten. Regierung und Regierungsfraktionen vertreten die Auffassung, dass hier auch Eigenmittel des Eigentümers eingesetzt werden sollten. Der Eigentümer hat die Position, einen Rechtsanspruch für die Investitionskostenerstattung durch das Land zu haben, zwar vollständig. Regierung und Regierungsfraktion sehen einen solchen Rechtsanspruch hier nicht. Die Zahlungen sollen aus Verantwortung in der Sache und zur Standortförderung der UKGM erfolgen. Darüber hinaus sind die Förderformate zwischen Krankenhäusern und Universitätskliniken unterschiedlich. Ersteres erfolgt durch Pauschalförderung. Bei den Universitätskliniken gibt es Förderung von Einzelmaßnahmen. Inmitten dieser Gespräche überraschte der Eigentümer mit einer Presseerklärung. Gestern war in der Presse zu lesen,
Der Eigentümer lässt verlauten, Zitat, es sei angesichts der bisherigen Gespräche mit dem Land fraglich, ob die in der Absichtserklärung vom 14.01.2022 in Aussicht gestellte Nachfolgeregelung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Angesichts dessen habe der Vorstand den Aufsichtsrat um Erlaubnis gebeten, zum 30. Juni den Zukunftsvertrag mit dem Land zu kündigen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das schafft kein Vertrauen. Das verunsichert Beschäftigte und Patienten in den UKM. Und ich muss ganz offen sagen, das hat uns außerordentlich verärgert. Das Handeln des Eigentümers ist auch völlig unverständlich. Wohin führt denn eine solche Eskalation? Ein Scheitern der Gespräche über eine Fortsetzung des Zukunftspapiers bringt für alle Beteiligten nur Nachteile. Patientenversorgung, Forschung und Lehre werden beeinträchtigt, da qualifiziertes Personal nicht den Weg zur UKGM findet bzw. sie verlassen. Sollte es zu Klagen kommen, werden die Prozesse Jahre dauern. Der Eigentümer und das Land müssten für den Fall von für sie negativen Urteilen dieses in ihren Bilanzen bzw. Haushalten darstellen. Deshalb setzen wir auf Fortsetzung und einen erfolgreichen Abschluss der Gespräche. Gesprächsgrundlage muss weiter der Letter of Intent sein. Wir lassen uns aber nicht unter Druck setzen. Wir lassen uns aber auch nicht provozieren. Wir bleiben auch hier besonnen, und die Hand bleibt ausgestreckt. Es gebietet daher die Vernunft, dass über die Projektliste der Investitionen Einigkeit erzielt wird, dass sie besonders gegenüber der Arbeitnehmervertretung und den Chefärzten transparent gemacht wird, dass innerhalb der Liste Prioritäten gesetzt werden und zeitliche Abläufe geplant werden und veröffentlicht werden, und dass auch über Eigenmittel der Eigentümer gesprochen wird. Wir unterstützen unsere Ministerin bei den sicherlich nicht leichten Verhandlungen. Behalten Sie Geduld und Ausdauer. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Nächste Rednerin ist die Abg. Dr. Sommer, Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Noch im Februar strahlten Ministerpräsident und die Wissenschaftsministerin mit Vertretern der Rhön AG um die Wette und lobten sich für eine vermeintliche Großtat. Das Land versprach eine halbe Milliarde Euro, die der milliardenschwere Rhön-Konzern selbst angeblich nicht leisten kann. Und Rhön versprach eine gute Zukunft für das UKGM und für die medizinische Versorgung. Alles eine Farce? Jetzt scheint sich zu rächen, dass die Landesregierung immer wieder die Rhön-Diktion übernommen hat, statt die Sorgen und Nöte der Beschäftigten ernst zu nehmen. Die Privatisierung ist kein Leuchtturm, kein Erfolg, sondern ein gescheitertes Projekt, das seinesgleichen sucht. Der politische Leuchtturm der CDU ist gefallen. Rhön beklagt schwierige Gespräche mit der Landesregierung. Andererseits stehe man hinter den Absichtserklärungen. Die Positionen lägen aber jedoch deutlich auseinander. Eine zeitnahe Abschlusserklärung wäre nicht absehbar. Widersprüchlicher geht es nicht mehr. Absichtserklärung ja, Einigung nein. Was steckt dahinter? Rhön will unternehmerische Handlungsfreiheit. Was Rhön damit meint und daraus macht, das kennen wir allzu gut. Einrichtung unter dem Aspekt der Rendite führen, bestimmte Aufgaben und Beschäftigte auslagern. Diese Art der Gewinnmaximierung kann dem UKGM nur schaden. Gerade das sollen und sollten die Vereinbarungen mit dem Land ausschließen. Und wenn es dabei um gute Beschäftigung und gegen Outsourcing geht, dann haben Sie uns, Frau Ministerin, an Ihrer Seite.
Aber Widersprüche gab es übrigens schon immer, vor allen Dingen bezogen auf Überlastungsanzeigen, Arbeitsdichte, Personalausstattung. Immer wieder haben wir die Ungereimheiten zwischen der Darstellung der Geschäftsführung und der Realität angemahnt. Es braucht gute Arbeitsbedingungen, gute Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre. Wir haben nicht vergessen, dass vor Kurzem noch eine ganze Station aufgrund von schlechter Bedingungen gekündigt hat, meine Damen und Herren. Und jetzt will Rhön mehr Geld. Und weil das Land nach wie vor für Forschung und Lehre in der Verantwortung steht, ist das Land durch den Klinikbetreiber erpressbar und will die bestehenden Vereinbarungen aufkündigen, inklusive der Regelung zum Schutz der Beschäftigten vor Auslagerung und Kündigung. Eine Landesregierung, meine Damen und Herren, darf sich nicht erpressen lassen. Und deswegen fordern wir weiterhin mit Nachdruck kein Outsourcing, keine Kündigung und endlich gute Arbeitsbedingungen. Rhön wolle konstruktiv zusammenarbeiten und eine tragfähige Lösung finden. Mit dieser Attacke scheint das aber nur eine Floskel zu sein. Unter konstruktiv verstehe ich zumindest etwas anderes. Andererseits ist das Verhalten von Rhön die logische Konsequenz des alten CDU-Kuschelkurses, den die GRÜNEN mitgetragen haben, sich nicht deutlich genug von der Privatisierung distanziert haben, um den Koalitionspartner CDU nicht zu brüskieren. Was wäre, wenn Rhön ernst macht und kündigt? Absehbar ist, dass der Druck weiter ansteigen wird, insbesondere für die Beschäftigten. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten und fordern ihren Schutz ein, meine Damen und Herren. Und ich komme zum Schluss. Patientensicherheit und Schutz von Beschäftigten muss oberste Priorität haben. Rhön und Land dürfen nicht länger die Gesundheitsversorgung gefährden und müssen endlich zugestehen, dass die Privatisierung falsch war und die Kochpolitik, die Sie fortgeführt haben und damit auch Schwarz-Grün gescheitert ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächste Redner. Nein, für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann die Emotionalität in dieser Debatte durchaus gut verstehen. Dass die Rhön AG am Montag öffentlich die Möglichkeit in den Raum gestellt hat, die bestehende Zukunftsvereinbarung für das UKGM zu kündigen, das wirft Fragen auf. Fragen zum aktuellen Verhandlungsstand zur Anschlussvereinbarung, Fragen zur Verantwortung des Unternehmens und seiner Motive für derartige Äußerungen. Und sie löst auch verständliche Sorgen aus bei den Beschäftigten und in der Region. Und deswegen möchte ich das einzeln einmal durchgehen. Zum Verhandlungsstand. Richtig ist, wir stehen in intensiven Verhandlungen. Wir haben im Januar ein Letter of Intent unterschrieben. Darin sind die Eckpunkte für ein Zukunftspapier 2.0, also im Sinne einer Anschlussvereinbarung, fest vereinbart. Im Kern geht es um Investitionsmittel von insgesamt bis zu knapp einer halben Milliarde Euro für die kommenden 10 Jahre. Und dazu um verlässlich steigende Mittel bei der sogenannten Trennungsrechnung. Asklepios, Rhön und KGM haben im Gegenzug eine verbindliche Liste künftig zu finanzierender Projekte und Investitionen des Konzerns in Bauten und medizinische Geräte zugesagt, sowie das Beibehalten der Sicherheiten für die Beschäftigten. Damit kommt der Konzern seiner Aufgabe nach, die Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau zu sichern, gute Arbeitsbedingungen zu sichern und fruchtbare Bedingungen für Forschung und Lehre sicherzustellen. Und das Land bekennt sich zu seiner Unterstützung dabei, und genau dazu bekennen wir uns auch heute wieder. Beide Seiten stehen weiter zu diesem Letter of Intent, dass die Eckpunkte noch in eine rechtsverbindliche Zukunftsvereinbarung umgesetzt und dabei noch viele Details verhandelt werden mussten. Das war immer klar. Dass die Verhandlungen dabei nicht einfach werden, das war auch immer klar und ist ja jetzt spätestens durch die Veröffentlichung auch öffentlich deutlich geworden.
Ich kann Ihnen aber versichern, ich führe diese Verhandlungen mit kühlem Kopf und hart in der Sache. Denn ich habe auch einen Auftrag, den mir dieser Hessische Landtag gegeben hat. Wir müssen auch nicht zurück an den Verhandlungstisch. Wir sitzen ja längst dran. Allein in dieser Woche sind zwei Termine, die Rhön auch noch einmal bestätigt hat. Und deswegen zu den ganzen Fragen zur Kündigung des Zukunftspapiers. Wir sind weiter bereit, Verantwortung für die Zukunft des UKGM zu übernehmen, auch wenn seit der Privatisierung es keinen Rechtsanspruch auf staatliche Investitionskostenzuschüsse Rhön hat. Wir sind dazu bereit, wenn auch Rhön Verantwortung. Wir sind dazu bereit, wenn auch Rhön Verantwortung für das Klinikum übernimmt, für sein Universitätsklinikum. Und die Ankündigung zu der möglichen Kündigung des Zukunftspapiers, das lässt leider diese Haltung nicht erkennen. Sie ist aktuell vollkommen unnötig. Wir sind mitten in den Verhandlungen. Der bestehende Vertrag könnte noch bis zum 30. Juni gekündigt werden. Und diesen Termin hatten wir in all diesen vielen Verhandlungssitzungen selbstverständlich vor Augen. Die Ankündigung ist auch aus finanziellen Gründen für Rhön absolut unverständlich. Eine Kündigung des Zukunftspapiers würde direkt für 2023 finanziell sich negativ auswirken. Es gibt bauliche Verpflichtungen, die dann Rhön und UKGM ohnehin zu erfüllen hat. Dann müsste der Konzern sie aber sogar bis 2024 und nicht bis 2026 fertigstellen. Und noch mehr, Sie würden damit riskieren, die Zusage des Landes über Investitionsmittel von knapp 500 Millionen €. Und deswegen fragt man sich zu Recht, warum also diese Ankündigung? Warum nehmen die Verantwortlichen das bewusst in Kauf, Sorgen bei ihren Beschäftigten auszulösen? Und ich möchte ganz bewusst hier vom Pult des Hessischen Landtages und ich glaube auch im Namen nicht nur der Koalitionsfraktionen sagen, wir sind als demokratisch legitimierte Vertreter des Volkes zum Gemeinwohl verpflichtet. Das ist unser Auftrag. Und wer uns aus wirtschaftlichen Interessen durch Drohung oder Druck dazu bewegen will, diese Prinzipien in Verhandlungen beiseite zu legen, der wird damit scheitern. Deswegen lassen Sie uns kommen zur Verantwortung von Rhön für die Universitätsmedizin und seine Beschäftigten. Es gibt tatsächlich einige reale neue Probleme seit dem Letter of Intent. Denn natürlich hat die Ukraine-Krise zu immensen Kostensteigerungen im Bau, in der Energie und in anderen Bereichen geführt. Und das nehmen wir als Landesregierung ernst. Und wir sind auch bereit, hier gemeinsam Lösungen zu finden. Immerhin wissen wir jetzt seit Montag, dass unsere Verhandlungspartner bereit sind, selbst 22 Millionen € pro Jahr für Investitionen bereitzustellen. Ich hätte mich durchaus gefreut, wenn wir diese Zahlen mal früher erfahren hätten. Das hätte die ganzen Verhandlungen deutlich beschleunigt. Wir werden aber jetzt und können jetzt endlich prüfen, wie mit diesem Angebot es möglich sein könnte, die bereits vereinbarten Investitionen aus dem Jahr 2017 durch Rhön und dann neue Investitionen gemeinsam umzusetzen. Und eine positive Nachricht gibt es schon zu der Frage, welche Projekte priorisiert werden sollen. Dazu gibt es schon sehr intensive Verhandlungen, auch Einigkeit. Und jetzt zur grundsätzlichen Frage. War die Privatisierung richtig? Ich verstehe auch, dass auch diese Frage lauter wird. Und ich persönlich finde, nein. Aber meine Aufgabe ist es nicht, im Status quo stehen zu bleiben, genau diesen Status zu bedauern. Meine Aufgabe für die Hessische Landesregierung ist aktuell, das Bestmögliche zu erreichen. Und ich habe jetzt in mehreren dringlichen Berichtsanträgen immer wieder deutlich gemacht, es gibt nach wie vor kein Angebot von Rhön Asklepios für einen Rückkauf zum aktuellen Marktwert. Den gibt es nicht. Und auch deshalb sind ja im LOI Punkte vereinbart für die Frage gegen Investitionszusagen, dass das Land auch bestimmte Möglichkeiten wieder zurückerhält für den Fall eines Rückkaufs, für den Fall eines Verkaufs an jemand anderen, dass wir ein Rückkaufsrecht erwerben und andere Punkte. Genau deswegen ist der LOI in seiner Gesamtheit auch tragfähig. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben zu Recht emotional hier im Landtag emotional diese Debatte geführt. Aber am Verhandlungstisch für eine solche neue Zukunftsvereinbarung, da braucht es Klarheit in der Sache. Es braucht Kompromissfähigkeit und es braucht am Ende Verantwortungsbereitschaft. Wir als Land sind genau dazu bereit. Nun kommt es darauf an, dass auch der Rhön-Konzern willens
und in der Lage ist, Verantwortung für sein Flaggschiff unter den Rhön-Kliniken für das Universitätsklinikum Gießen-Marburg zu übernehmen, dann werden wir eine Anschlussvereinbarung schließen, das in die Zukunft weist. Und genau daran werden wir jetzt weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Aussprache zum Tagesordnungspunkt 70 und 74. Ich gehe davon aus, dass wir beide Anträge in den WKA verweisen.